Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovinto bei Sita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Wir haben heute den 26.02.2019, einen Dienstag, die Sonne scheint. Ich werde im Moment vom Tageslicht beleuchtet. Ein schöner Frühlingstag mitten im Februar, Ende Februar. Eigentlich ist das Wetter noch vor der Zeit. Wir haben schon Frühlingswetter und es müsste eigentlich noch so winterlich sein und kalt. Aber wollen wir nicht meckern, bringt der Klimawechsel mal etwas Positives. Ich werde jetzt wieder mal meine 5 Standardthemen hier sprechen, über On-Life, über Ernährung, über Gesundheit, über Einkauf und der Kühe, vielleicht auch noch über Bewegung. Ja, also On-Life habe ich ja gestern 5 Videos gemacht. Hatte ich, glaube ich, schon erzählt heute in dem anderen Video. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Also 5 Videos und die neue Vorgehensweise, die jetzt durch das neue Schnittprogramm ja mir aufgenötigt oder aufgezwungen wird, ist, dass ich jetzt anfange, mit dem Camcorder so kleine Schnipselchen zu machen. Immer so ein paar Sekunden. Und dass ich dann versuche, anschließend diese Schnipsel, diese Clips aneinander zu heften für eine Szene, das, was dann thematisch so zusammengehört, und das dann versuche, weiter zu bearbeiten. Das ist also die traditionelle Arbeitsweise, dass man also das Rohmaterial, dass man erstmal filmt, vielleicht auch von mehreren Kameras und aus verschiedenen Perspektiven, und dass man das dann sichtet. Und dann macht man erstmal einen Rohschnitt und dann kommt nachher noch der Feinschnitt. So habe ich das bisher gestern da aus dem Buch verstanden, das ich da gekauft habe, AP15, und das wird eigentlich gut erklärt. Aber das heißt noch nicht, dass ich das jetzt auch so umsetzen kann. Vor allen Dingen ist das natürlich auch eine langwierige Arbeit. Dann kann man nur 1 oder 2 Filme der Woche machen. Und ich bin ja einer, der 5 Filme am Tag macht. Und von der raushaut und die Erfolge sehen will. Und dementsprechend ist dann auch die Qualität. Also das heißt, die Vorgehensweise wird jetzt hier wieder durch das Schnittprogramm diktiert und natürlich auch durch die Kamera, durch die neue, weil die Mavi jetzt Move-Dateien erzeugt, die weder vom Movie Maker noch vom API aktiviert werden. Und deshalb muss ich die umwandeln. Das habe ich gestern schon gemacht. Gestern hatte ich auch so 10, 15 kleine Schnipsel, kleine Clips. Die habe ich dann hochgeladen in den Ordner und dann komplett alle umgewandelt in MP4. Und dann kann ich die anschließend bequem weiter bearbeiten. Und auch mit dem Movie Maker weiter bearbeiten. Und dann ein eine Filtermaske drüber setzen und eine Farbmaske etc. Ja, also das mal dazu, und also die Neuigkeit ist jetzt, dass ich quasi mit dem Camcorder Clips erzeuge. Das habe ich bisher nicht so gemacht. Bisher liegt der Camcorder einfach durch und wenn er fertig war, wurde das komplett hochgeladen. Das war natürlich die einfachste und bequemste Art und Weise und auch die schnellste.
Alles andere verzögert den Prozess und dauert und dauert und dauert. Und ob man das anschließend sehen kann, ist auch nur eine Frage. Ob man dann erstmal ein Filmprofi sein muss, um das wahrzunehmen. Ja. Dann war ich heute Punkt 2, jetzt kommen wir zur Gesundheit. Die Beine werden besser. Ich kann jetzt wieder besser stehen und besser laufen. Zumindest so kurze Strecken. Und bin heute schon einkaufen gewesen mit einem kleinen Spaziergang. Und das ging schon ganz gut. Also scheint, dass der Körper da sich selber repariert hat. Und vielleicht habe ich dabei jetzt unterstützend dazu beigetragen. Ich weiß nicht genau wie, ob vielleicht durch Wärmebehandlung oder durch Vitamin- und Mineraltabletten, keine Ahnung genau, aber das ist egal. Ja, dritter Punkt, ich war heute einkaufen, wie gesagt, und also zweiter Punkt war Gesundheit, dritter Punkt war dann Einkaufen und Bewegung. Zur Bewegung kommt heute vielleicht noch ein Ergometertraining, ein kleines, kurz. 32er, damit ich dann nicht wieder aus der Übung rauskomme. Ich habe vorige Woche 5-mal gemacht und diese Woche noch gar nicht, also wird höchste Zeit, dass ich heute da was mache. Ja, dann müsste ich heute noch was lesen. Der Lektüre, Kapitel 7, davon AP 15 liegt an. Dann möchte ich heute weitermachen. Ich habe jetzt schon 2 Filme heute hochgedreht, 2 Spielchen gemacht, Sudoku und Wortspiel. Und der dabei bewerbt es dann auch, glaube ich. Und das ist jetzt hier mein Tageswort quasi von heute. Dann habe ich heute schon ein Sesselwort gemacht. Das sollte dann reichen. Habe ich jetzt immer den Blickkontakt hier zur Kamera, zum Zuschauer, Blickkontakt. Ich müsste erstmal so den richtigen Abstand haben, damit ich sehe und dann die Augen vielleicht auch weit aufreißen. So, und dass man dann da, gehen wir mit der Fernbedienung hier ein bisschen näher ran. Noch näher, genau so. Guten Tag, meine Damen und Herren. Halte ich so die Zuschauerbindung? Ja, hoffe ich doch. Ja, heute ist ein schöner Tag, ein schöner Frühlingstag. Und ich freue mich, dass heute so schönes Wetter ist. Und ich werde vielleicht noch einen Spaziergang dazu machen. Und Bewegung möchte ich auch noch machen. Also eine Ergometer-Tour. Und dann muss die Lektüre noch gelesen werden. Ja, so viel mal von mir, Leute. Das war's jetzt ja mit Faxen und mit Grimassen. Also manche, die machen da richtige Grimassen. Die schreien dann da rein ins Mikrofon und ziehen dann Grimassen, um dann irgendwie aufzufallen, um da Erfolg zu haben. Wollen sie sich die Seele aus dem Leib und ja, ist nicht meine Art und Weise, aber muss man sich vielleicht mal dran gewöhnen. Ja, okay Leute, das war's von mir und tschüss.